Miau, willkommen zurück zu Bioshock. Hier ging's noch nicht rein, ich weiß. Ich höre jetzt mal auf, mich zu rechtfertigen. Ihr wisst, ich sehe mich erst überall um. Ich kriege das auch schon mit, dass wir woanders hin müssen. Aber es liegt halt so viel Zeug rum, was wir gebrauchen können. Um den nächsten Daddy müssen wir uns gar nicht sorgen, denn außer wir greifen ihn aus Versehen an, werden wir nichts mit ihm zu tun haben. Denn es gibt ja keine Little Sister mehr für uns hier. Also lasse ich... Ups, den schön in Frieden. Guck mal, da die Schmetterlinge. Wie von Sophia Lamb. Ich dachte zuerst, das wäre Strom. Aber die hat die ja auch die ganze Zeit so als Symbol. Oder zumindest flattern sie auf den ganzen Bildern von ihr mit herum. Gegner alarmiert. Von wo auch immer. War klar. Im Einser hat einen das noch überrascht, aber jetzt weiß man ja wohl. Wir haben für die hier noch gar keinen anderen Schrot, ne? Ich nehme mal eine andere Waffe, weil zwei sind mir eigentlich immer zu wenig. Ach, ich nehme mal den Bohrer, komm. Ich nehme den Bohrer. Ne, heilen müssen wir uns nicht. Wow. Okay, tatsächlich eine Leiche. Geht die Tür auf? Nein. Hier passiert doch gleich was. Habe ich fast mit gerechnet, aber ein bisschen erschreckt hat es mich trotzdem. Wo willst du hin? Aue. Alter, ihr seht aus, ne? Und dann noch eine Sonnenbrille tragen, weil es hier so hell ist. Okay, versuchen wir mal den Safe zu hacken. Ha. Okay. Die Musik, ne? Ist aber gut, es macht Stimmung. Wie praktisch, dass wir diesen Taucherglockenanzug anhaben. Dank dem wir hier was sehen. Okay. Da war jemand. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Oh, oh. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blech-Daddies kennen keine Schuld. Blech-Daddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Scheiße, ich speichere mal kurz. Ich denke immer nicht dran, dass in den Leichen auch Alkohol ist, den wir dann einfach fröhlich einsammeln. Ich gucke immer nur darauf, dass ich den nicht vom Boden aufhebe. Ich warte mal kurz, es dauert ja nicht lange. Okay. Mag ja mal ganz lustig sein. Und wir haben schon zu viel Schrot, wir haben von allem zu viel. Das war im Einser definitiv anders. Sieht er den noch nicht hier? Okay. Schade, dass wir den hier noch nicht erwischen konnten. Ich mag das eigentlich immer gerne, wenn man das schon von weiter weg... Ach, das ist ein Schiff, ich dachte. Hier ist das unheimlich. Es ist auch, wie gesagt, die ganze Zeit viel zu ruhig. Keine Türsteuerung. Da läuft noch jemand anders Großes rum. Ja, da kommt noch Wasser raus, ich glaub's auch. Ich erwarte die ganze Zeit, dass hinter so einer Ecke dann jemand auf uns lauert. Ich glaube, der Kerl hier ist nur ein Lockvogel. Ich glaube, jetzt wo es hier noch still ist, werde ich mal die Kamera hacken.
Dann haben wir die nämlich gleich schon mal auf unserer Seite, wenn es hier losgeht. Ich habe mich nicht versteckt, ich habe sie gehackt. Das ist voll geil, dass wir das jetzt einfach von hier hinten können. Das ist taktisch so gut. Das ist eine Riesenverbesserung. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Ich leide doch gar nicht. Hupsi. Aber ich bin nicht so heilig wie Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Ja, dann freu dich mal. Dir vergeht deine Freude noch rein. Typen wie dich werden wir nicht erretten. Ja. Lächerlich. Ich will gar nicht von euch errettet werden. Aber töten tut man dich sehr wohl. Ich find's auch ganz nett. Ich hatte immer das Gefühl, dass Headshots... hier gar nicht mal so wichtig sind. Aber ist auch nur so ein Gefühl. Man macht ja auch so ganz gut Schaden eigentlich. Ja, natürlich sind Headshots immer besser. Aber hier geht's auch so ganz gut. Das ist gut, nämlich in der Hektik, dann mache ich das ja eh nie. Ihr kennt es. Ich bin gerade sehr... sehr still. Ich weiß. Liegt daran, dass ich es hier... gerade ganz interessant finde, dass es hier so ruhig ist. Und ich das nicht unbedingt kaputt machen möchte. Oh, neues Tonikum. Ja, das ist cool. Gefrierender Bohrer. Nee, mach ich wann anders im Genbanklager. Okay. Die klingen immer so komisch. Aua. Kannst du nicht mithalten? Wo kamen die denn jetzt her? Wie du willst, da oben. Du Arsch! Will ich das jetzt? Nee. Au, 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 au. Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lam sind wir jetzt alle eine Familie. Ja, eine kranke Familie. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz allein. Glaube ich nicht. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. So, der Sinclair ist also ein Geschäftsmann. Und kann jetzt nicht mal hier in seinem eigenen Hotel sein. Tja, so schnell wendet sich hier das Blatt. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Ja. Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Ach, sieht mal. Aber Dr. Lam hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Diese Big Daddy-Puppe, im Bioshock Infinite stehen die vom Songbird rum und ich hätte so gerne so ein Songbird-Plüschtier. Ich wünschte, das gäbe es wirklich. Das sah so cool aus. Vor dem habe ich auch jetzt schon Schiss, ey. Na gut, aber viele kennen es ja noch nicht, deswegen. Bin ich da jetzt mal... Will ich da nicht mal... nicht weiter drauf eingehen? Geil. Okay. Und nochmal hacken.
Ihr habt keine Ahnung, wie sehr mich das freut, dass das Hacken hier zurzeit noch so problemlos funktioniert. Und dass man nicht gleich einen Alarm damit auslöst, sondern eher eine gewischt kriegt, wenn es nicht klappt. Kennt ihr den Begriff, eine gewischt kriegen dafür, dass man so einen Stoß abbekommt? Stromstoß? Oder ist das hier gerade ganz seltsam? Fuck. Okay. Den hätte ich theoretisch auch erforschen können, richtig? Aber ich hasse das Erforschen. Ich finde das einfach doof. Okay. Ja, eigentlich sind wir mit allem relativ voll. Ich hätte nur gerne mal ein bisschen mehr Eve. Okay. Seht ihr, da sind die Schmetterlinge wieder. Alles Sophia Lamps Werk. Oder von Leuten, die für Sophia Lamp arbeiten. Nennen wir es mal eher so. Denn ich glaube, selbst kämpfen tut sie hier nicht. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Mhm. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der... Oh, Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Hm, das sagst du schon. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Scheiße. Ja. Ich musste gerade überlegen, ob ich jetzt die richtige Waffe habe. Das ist doof, wenn du gerade am Hacken bist und dann kommen die hier wieder angerannt. So, aber geil, jetzt haben wir die auch für uns. Die Sicherheitskamera, das ist jetzt so unfassbar nützlich. Okay, was sagt denn die Zeit? Ja, knapp. Hm, ich glaube, das machen wir noch. Ich hätte es jetzt ja gerne noch... Ah, muss da hinten noch sammeln. Als Cliffhanger gehabt, aber nein. So knapp ist es dann doch auch nicht. So knapp ist es nicht. Der könnte auch ein bisschen schneller sein, ne? Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Da denkt ihr beide, ihr habt das Geschäft eures Lebens. Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird. Mist. Scharfer Bohrer. Nee. Dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt, Eleanor jetzt auch Hunde fressen. Barbarin glücklich. Geil. Aber Mom sagt, Barbaren denken nur, sie seien glücklich, weil sie selbstsüchtig und ignorant sind. Eleanor finden, ignorant sein, machen Spaß. Eleanor ist irgendwie echt super, finde ich. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Sicherlich nichts Gutes. Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Okay, ihr Lieben. Sein Name... Ich mache hier einen Cut. Wenn ihr weiter sehen wollt, was wir hier in diesem Versteck finden, dann schaltet unbedingt morgen wieder ein. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zusehen. Bis morgen.